Ach, du gehörst zur blauen Fraktion, okay. Ja, ich habe anfangs die rote Fraktion genommen, aber ich werde wahrscheinlich auch in der nächsten Zeit zur blauen Fraktion wechseln was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Zur blauen Fraktion wechseln und auch im Full Release zur blauen Fraktion gehen. Weil später natürlich PvP, ganz klipp und klar, ist ein Hauptbestandteil des Spiels und wird von mir auch durchgeführt. Und da sieht einfach die Endklamotte, wenn du nicht mehr Rekrut bist, sondern höher, meines Erachtens sieht es geiler aus. Mensch, jetzt spring doch. Was wird denn das hier? So, jetzt aber. Ich kann es euch auch nochmal zeigen. Vielleicht beeinflusst das so ein bisschen eure Entscheidung. Sagen wir es mal so. Also es gibt einmal die Elite-Uniform. Jetzt für Männer. Für Frauen. Von der blauen Fraktion. Die rote Endklamotte für Männer, für Frauen. Das ist so jetzt so, dass die Endklamotte halt für einen, ich glaube, Master war das. Finde ich, sieht blau geiler aus. Kommt so ein bisschen schwul rüber, so mit den Schultern. Ja, Rot kämpft auch gegen Blau in Open World. Ja, was soll ich dazu noch sagen? es gibt aber auch noch ein Initiate-Uniform, eine Initiate-Uniform. Das müsste die Initiate sein. Ach, gibt noch was vom Clan? Stimmt. 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 Gut, dass du es sagst. Gibt noch so eine Clan-interne Uniform. Die kann man, glaube ich, auch nicht einlagern. Deswegen kann ich es euch auch in der Wardrobe, glaube ich, nicht zeigen. Du Heiliger. Wer sich sowas anzieht, ey. Muss echt unter Geschmacksverirrungen leiden. Okay, bei den Weibern sieht es eigentlich ganz gut aus. Stimmt, ey. Da war doch. Da war doch eine Klamotte. Stimmt, die hatte ich damals auch gesehen. Also wenn es die beim Clan immer noch gibt, dann. Okay. Dann kann das gut sein. Ach doch, das ist die! Dann ist das die Initiate-Uniform, okay. Also, dann ist es die hier. Dann ist das die Enduniform für den Mann. Für die Frau sieht es mega nice aus, finde ich. Und die für die Roten. Ja, weiß ich nicht. Also, wenn ich die Klamotte von den Roten sehe, fühle ich mich so wie Avatar, Herr der Elemente. Ich meine, ich mag den Anime, wirklich. Ich bin echt ein Fan davon, aber nee. Da gehe ich dann lieber zu den Blauen. So, ich soll irgendwem aufs Maul hauen, habe ich gesehen. Was? Hehehe, Dankeschön. Ich weiß, ich bin im Arsch. Stimmt, genau. Ich muss Gegnern aufs Maul hauen, muss deren Bomben nehmen und muss dann. Sorry. Und muss dann die Steinmonster verhauen. Muss ich die noch? Nein, die muss ich nicht. Nein, sorry. Ich muss nicht gegen die kämpfen. Gibt es hier
keine. Ach doch, hier. Eine Bombe. Los, 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 los. Luft doch! Ah, nein! Verdammt! Achso, muss ich die vernichten? Nee, kannst du, glaube ich, auch machen. Ja. Sag ich ja. Wenn du Lust hast, kannst du, dadurch, dass du ja mit mir zusammen gerade spielst, auch auf den TS kommen. Dann ist nicht so diese Verzögerung zwischen echtem Game und Livestream. Da, weißt du? Ach verdammt, da war ich zu langsam. Ja. Ach so, okay. Ja, kein Problem. Sehr gerne. Ich werde versuchen, so ein bisschen das Layout anzupassen und da dürft ihr dann noch gerne, auch alle anderen natürlich, recht herzlich seid ihr alle eingeladen, auf dem TS vorbeizuschauen. Ich bin ja noch dabei, den Lebron auch so ein bisschen weich zu kloppen. Muss ich erstmal nochmal fragen, ob der auch Lust hat, nochmal auf den TS zu kommen. Ich denke mal, vielleicht für eine Fragerunde oder so. Denke ich mal. Müssen wir mal schauen. Wir fragen ihn einfach mal. Versuche ihn mal zu überreden. Und, oh! 5 Golden Deva ist es. Sehr schön. Das ist doch schon mal gut. So, was brauche ich denn noch? Oh, ich muss ja immer noch welche von den Viechern killen. Mein Gott. Liegt das an mir oder gibt es auf einmal übelst wenige rote Typen hier? Da hinten ist einer. Und ich bin natürlich wieder zu langsam. Alex, noch so eine Frage. Ich meine, du bist jetzt Level 40. Es gibt doch eigentlich auch die Möglichkeit, bis 45 zu gehen. Oder ist irgendwie, ist das mit Farmen verbunden? Also mit Grinden. Ich habe schon einige 45er gesehen. Und du sagst doch, die 36er Waffe ist aktuell die letzte. Wundert mich halt auch so ein bisschen. Weil ich dachte eigentlich, dass das irgendwie so bis 42 geht oder so. Oder sind das Admins gewesen, irgendwie, die ich da gesehen habe? Hahaha, wieder geklaut. Ah, okay, alles klar. Ah, okay, 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 okay. Alles klar, verstanden. Er gibt alles einen Sinn. Oh, danke schön. Den hast du mir aber... Ah, verdammt. Da hat er die Akro verloren. Egal. Jeder Gang macht schlank. So, und jetzt fehlt nur noch einer. Ein einziger, den kriegen wir auch noch hin.
Pass auf, dem klaue ich den jetzt hier wieder. Oh Gott, bin ich böse. Ich weiß, ich habe eine total hässliche Lache. Oh, da könnte ich ja ausflippen, wenn das einer bei mir machen würde. Ne? Oh. Ey, aber nicht so böse, böse Wörter hier in den Chat schreiben. Mal gut, dass das so klein ist, dass ihr das nicht lesen könnt. Mann, 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 Mann. Also ich kann ihn verstehen. Ich kann ihn vollkommen verstehen. Kann man später auch noch Anwärter auf das Meisterpaket aufwerten? Es wird gerade an einer Lösung gearbeitet, beziehungsweise gucken halt, ob man das auch noch machen kann. Es gibt einige, die haben sich das Anwärterpaket jetzt geholt. Ja. Und haben natürlich jetzt gemerkt, so, wow, okay, da ist wirklich noch ein bisschen Luft nach oben, zu dem, was die echt können. Und die hätten es halt gerne. Und ja, ich muss mal nachfragen, ob das vielleicht geht. Jein, also ich habe dieselbe Quest wie er gehabt. Und sind natürlich auch dieselben Items, beziehungsweise dieselben Teile, die dann da rumliegen. Und natürlich kann ich dann hinrennen und bevor er was looten kann, ihm das im Endeffekt wegnehmen. War jetzt in der Situation, wer natürlich schneller da ist, kriegt das Item natürlich. Das Problem ist einfach, er hat einen Gegner hinter sich gehabt, der ihn schlägt. Und sobald er geschlagen wird von einem Gegner, kann er natürlich nicht weiter abbauen. Weil wäre ja ganz schön heftig, wenn du weiter abbauen kannst, während dich einer da die ganze Zeit vollkloppt. Und von daher hat das gerade einfach gut gepasst, dass ich gerade da war und das Item noch brauchte. Und das fand er natürlich nicht so lustig. Macht man natürlich eigentlich nicht. Also davon mal ganz abgesehen, ich würde es auch nicht schön finden, wenn einfach irgendwer mir meine Items klaut. Aber ich bin auch ab und zu mal einfach einer, der... Ach, echt? Moment, Flammenmini, große Kiste. Ach, das Ding hier, wo du da so runterfliegst und in dem Dingens ist ja dann ab und zu mal ist dann eine Spinne drin und die hast du gekillt und da hat dir einer die Lootkiste geklaut. Schweinerei. Einfach Schweinerei. Darf ich mal anmerken, dass du ein echt ein hässlicher Fatzke bist? Aber naja. Gibt ja auch echt hässliche Monster, Alter, ganz ehrlich. Also die Game Designer müssen echt heftig auf Dope gewesen sein, als sie diese Monster created haben. Und jetzt? Waffe reparieren. Mann, 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 Mann. So, was hab ich denn hier noch so Zeug? Mal ein bisschen was kaputt machen hier. Ich habe doch hier eine Möglichkeit, irgendwie über den. Ha, den Junk zu verkaufen. Ja. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Monster töten.